Herzlich willkommen, meine Freunde, zur nächsten Ausgabe von All Elite Wrestling. Und unser Opener beginnt gleich mal mit zwei attraktiven Damen, Io Shirai gegen Lacey Evans. Außerdem haben wir Ricochet gegen Adam Page. Adam Page mittelmäßig gestartet, Ricochet ziemlich schwach gestartet. Da muss noch einiges passieren. Hardcore darf auch nicht fehlen, hatten wir ein bisschen wenig die letzten Wochen. Jetzt mit Rob Van Dam gegen Joey Janela geht es auch wieder härter zur Sache in einem Extreme Rules Match. Außerdem haben wir Bianca Belair gegen Tessa Blanchard. Auch die beiden müssen langsam mal Punkte machen. Genauso wie die Tag-Team-Szene darf auch nicht fehlen. Die Good Brothers gegen die Dudley Boys. Die Dudley Boys ja mit dem Sieg in diesem Triple Threat Match noch. Außerdem Triple Threat haben wir hier auch Jungle Boy, Jack Evans und Kalisto gegeneinander. Höchst interessant, genau wie unser Main Event, denn da treffen Kenny Omega und Jon Moxley aufeinander. Wir dürfen also gespannt sein auf einige sehr schöne Matches. Und wir beginnen natürlich mit einem mittelmäßig schönen Feuerwerk. Muss man sagen, das sah bei 2K19 etwas besser aus. Aber nichtsdestotrotz bin ich bis jetzt sehr zufrieden damit, auch wenn nicht alles rund läuft bei 2K20. Ich denke, ja, wir könnten dort bleiben. Leider gibt es immer wieder Probleme mit Charakteren, dass auf einmal die Texturen weg sind oder so. Das ist richtig nervig. Hier passiert das nicht. Io Shirai ist ja bereits original im Spiel. Dürfte spannend werden, ob Io Shirai endlich den Durchbruch schafft, weil so richtig klappen tut das nicht. Letztes Jahr schon nicht wirklich gut gewesen. Lacey Evans allerdings hat ein super Jahr hinter sich, war ja auch Women's Champion. Hat ja leider für sie gegen Hikaru Shida verloren. Aber jetzt sind erstmal die beiden Damen zugange. Schöne Kopfschere, bisschen drauf einprügeln. Guter Start wahrscheinlich hier für Io Shirai. Schöner Roundhouse Kick und da geht sie zu Boden, Lacey Evans. Jumping Hurricane Runner und Standing Moonsault. Den Moonsault beherrscht Io Shirai wie aus dem FF. Und hier auch eine wunderschöne Helicopter Head Scissor. Ah, Snap Suplex. Zum ersten Mal kommt jetzt hier Lacey Evans ins Match. Noch ein Suplex. Ja, ein Vertical Suplex. Aber sofort in den Double Underhook. Facebuster. Harte Aktion von Io Shirai. Naja, an den Haaren zieht man ja nicht. Aber Lacey ist auch nicht fertig. Prügelt hier auf Io Shirai ein. Ah, Lacey Evans will natürlich zurück. Oh, harter Whip-In und krachende Clothesline. Aber Io Shirai steht sofort auf, schnappt sich Lacey Evans, wird aber weggestoßen. Takedown und wieder ein paar Prügelattacken von Evans. Sie will natürlich in die Spur finden, zeigt jetzt hier den Moonsault vom zweiten Seil. Schulbuchmäßig durchgeführt, genauso wie dieser Side Suplex. Aber da kommt Io Shirai mit dem Springboard Dropkick an. Sofort aufs oberste Seil gesprungen. Und Frog Splash. Und der geht auch noch durch. Oh. Und noch einmal der Double Underhook Face Buster. Nein, Backbreaker. Oh. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Aber Neckbreaker von Lacey Evans. Und sofort dieser Splash hinterher. Aber Io Shirai technisch sehr beeindruckend. Kein schlechtes Match. Was macht sie jetzt da? Also eine Head Scissor nach der anderen. Aber insgesamt, oh, kriegt sie jetzt hier wieder Prügel. Sie muss halt punkten, das ist wichtig für Io Shirai. Gutes Matchup liefern, ja, hat sie schon geschafft. Oh, Dudebuster von Lacey Evans und der Dudebuster geht durch. Der Dudebuster geht durch, das könnte es sein. One, two und three, das war's. Lacey Evans gewinnt gegen Io Shirai und somit kommt sie zumindest wieder so ein bisschen in die Spur. Jubel und Io Shirai ist halt bitter, weil sie schon einige gute Matches gezeigt hat. Aber so richtig gewonnen hat sie nicht viel. Auch wenn wir mal ins letzte Jahr gucken, auf der Tabelle sah es nicht gut aus. Und Lacey Evans, das muss jetzt wirklich nicht sein. Das muss nicht sein, dass sie hier Io Shirai noch attackiert nach dem Match. Im Büro von Cody Rhodes sehen wir Kenny Omega, Chris Jericho und die Young Bucks und sie sind alle sehr verdutzt.
dass Matt Morgan, der gerade hinter dem Schreibtisch bei Cody Rhodes an der Seite steht, als wäre er sein Bodyguard. Sie sind auf jeden Fall verdutzt, was passiert ist. Was ist mit Matt Morgan? Warum ist er plötzlich auf der Seite von Cody Rhodes? Die ganzen Fragen werden durcheinander gestellt und Cody hebt nur seine Hand und alles beruhigt sich ein bisschen. Und Cody möchte das Ganze natürlich seinen Elite-Freunden hier verklickern, was passiert ist. Und er holt ein bisschen aus und sagt, ja, ich habe Matt Morgan damals besiegt, ich habe ihn gedemütigt, ich habe ihn vielleicht gebrochen, obwohl ich erst versucht hatte, ihn zu motivieren. Aber dann haben wir uns privat getroffen, er war suspendiert, lange Zeit suspendiert. Und ich habe immer mehr über ihn erfahren, was ihn ausmacht, was sind seine Schwächen, was sind seine tiefsten Ängste. Und die habe ich mir zu Nutzen gemacht. Und mein Kumpel hier, Matt Morgan, ist ab heute, ab sofort, ein offizieller Teil von The Elite. Und ich erwarte von euch, Jungs, dass ihr das alle akzeptiert. Chris Jericho schaut Cody ein bisschen ungläubig an und kann nicht glauben, dass er Matt Morgan so psychologisch manipuliert hat, dass er plötzlich auf der Seite von Cody Rhodes steht. Und er fragt ihn auch ganz offen, was wird das hier mit Matt Morgan? Was soll das sein? Hat er das Stockholm-Syndrom? Ist er seinem Entführer verfallen? Cody muss kurz lachen, als er das hört. Und seine einzige Äußerung ist, nein, Chris, sowas nennt man psychologische Kriegsführung. Und ich bin mir auch durchaus bewusst, dass mein Sieg über Matt Morgan mit sehr viel Glück zu tun hatte. Aber das war der Punkt, an dem er komplett am Boden war. Komplett gedemütigt. Ich habe es erst versucht, ihn vernünftig aufzubauen, zu motivieren, sein Feuer zu entfachen. Das hat nicht geklappt und dann dachte ich mir, okay, dann machen wir es andersrum. Und ich sag dir ganz ehrlich, Chris, mit Matt an unserer Seite wird The Elite eine ganz neue Art der Stärke erreichen. Und wie war das eigentlich mit dir, Chris? Hast du nicht auch gegen Matt verloren? Hast du ihm nicht deinen Codebreaker verpasst, als er vom Seil gesprungen ist? Ist er nicht 1000 Mal ausgekickt, egal was du versucht hast? Wir sollten alle froh sein, dass Matt Morgan auf unserer Seite steht. Denn wenn man einen Feind nicht besiegen kann, dann mach ihn einfach zu deinem Freund. Während des Gespräches zwischen Chris und Cody haben sich die Young Bucks und Kenny Omega ein bisschen zurückgezogen und tuscheln etwas. Und Kenny Omega und die Young Bucks finden diese ganze Situation der psychologischen Kriegsführung, wie es Cody nennt, überhaupt nicht so gut. Ja, also die Elite ist ein bisschen gespalten, was Matt Morgan angeht. Nicht wegen ihm als Mensch oder so, aber wahrscheinlich gefällt ihnen nicht, wie Cody Rhodes das Ganze angegangen ist. Müssen wir mal weiter beobachten, was das mit Matt Morgan und Rhodes wird. Während hier Hangman Adam Page auf Ricochet treffen wird. Ja, könnte ein interessantes Match werden. Beide brauchen natürlich die Punkte. Ricochet braucht sie vielleicht sogar ein bisschen mehr. Weil für ihn läuft es ja überhaupt noch nicht rund. Und erstmal der doppelte Superkick, der für niemanden einen Treffer bedeutet. Aber Ricochet mit dem Whippin in die Ringecke, schöner DDT und Nip-Up. So kann man auf jeden Fall ein Match beginnen und, oh, das war eine harte Powerbomb-Variante. Schöner Whippin in den Neckbreaker. Okay, der Tritt geht ins Leere. Und schöner Frankensteiner hebt ihn hier vom Boden auf. Da sieht man die Rückenmuskulatur, die ist auf jeden Fall ziemlich gut. Sit-Down Powerbomb ins Cover, aber das ist zu früh. Adam Page kickt noch vor 1 aus. So, schöner Tritt in die Magengegend. Und diesmal trifft auch der Big Boot. Und da gibt es einige harte Schläge gegen Ricochet. Der steht aber schon wieder sofort auf Pump Kick gegen Hangman Adam Page. Und jetzt rollt er über und Pele Kick. Also die Beweglichkeit von Ricochet ist sehr beeindruckend. Nichtsdestotrotz macht Adam Page das hier mit einer ganz schönen Oldschool-Powerbomb. Zieht seine Cowboy-Scheiße durch, wie man so schön sagt. Und Facebuster von Ricochet. Wieder sehr innovativ, was er da macht. Oh, das sieht nach dem Tequila Sunrise aus. Und das ist auch der Tequila Sunrise. Ist das denn auch die Aufgabe für Adam Page? Nein, nein, nein. So nicht, so nicht. So wird er nicht aufgeben. Und da geht es auch direkt in die Seile und nochmal in einen Swinging Neckbreaker. Oh, da hat man am Hals gesehen, wie er verbogen wird. Back Suplex ist da böse auf den Nacken gefallen. Oh, Dropkick ausgekontert. Big Splash von Adam Page. Und direkt mal der Drop Salt hinterher. Und Standing Shooting Star Press. Also jetzt packt Adam Page hier aber auch alles aus. Jetzt kommt er hier mit dem Knie in den Rücken gesprungen. Aber er steht trotzdem sofort wieder und rennt in den Big Boot.
der nächste Pumpkick. Also hier, und jetzt steht auch Adam Page direkt auf, aber schöne Hetze sah. Also Ricochet, feiner Konter. Und ein 619 gegen Adam Page. Warum auch nicht? Lädt ihn jetzt auf zum Roundhouse-Kick. Sah erst nach dem Samoan Driver oder so aus. Und da kommt die Buckshot Lariat aus dem Nichts gegen Ricochet. 1, 2, 3. Tatsächlich reicht die Buckshot Lariat. Es musste nicht erst das Deadeye her. Buckshot Lariat reicht aus. Hier die Sit-Down Powerbomb mit dem Kickout. Hier nochmal ein wunderschöner Roundhouse-Kick. Der hat auch komplett gesessen. Und ja, die Buckshot Lariat sehen wir leider nicht. Aber Adam Page mit dem nächsten Sieg oder den ersten Sieg, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall sollte man ihn auf der Rechnung haben. Das war eine sehr ordentliche Präsentation. Während Ricochet ein bisschen seiner Form aus dem letzten Jahr hinterherhängt. Da war er wirklich gut, stand mehrfach kurz vor Titelmatches. Es hat halt nicht gereicht, aber ja, dieses Jahr fängt überhaupt nicht gut an. Er muss sich ein bisschen zusammenreißen. Die Young Bucks befinden sich im Ring, diesmal nicht Cody Rhodes, es ist mal eine Arbeitsteilung, die hier stattfindet bei All Elite Wrestling, und die Young Bucks verkünden, dass der nächste Pay-Per-View Revolution heißen wird, und sie verkünden, dass sie in mehreren Vertragsgesprächen sind mit Wrestlern aus kleineren, aber auch aus großen Ligen und dass wir einiges bei Revolution erwarten können, denn der Pay-Per-View-Name soll Programm sein und es wird eine Revolution geben, eine Revolution bei All Elite Wrestling, und deswegen werden heiß Vertragsgespräche geführt. Da können wir uns auf die ein oder andere Überraschung gefasst machen. So viel möchten die Young Bucks schon verraten, aber auf Details gehen sie noch nicht ein. Was natürlich auch komplett verständlich ist, dass man jetzt noch keine Details verrät zu irgendwelchen Vertragsgesprächen. Aber Revolution wird auf jeden Fall immer attraktiver und immer spannender. Und jetzt wird's auch spannend. Rob Van Dam gegen Joey Janela. Da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Hardcore geht es zur Sache. Beide können Hardcore. Rob Van Dam war jahrelang in der ECW. Und da geht es auch schon los mit Rob Van Dam Springboard Kick. Und oh, da fällt Janela sogar aus dem Ring und Rob Van Dam direkt hinterher. War vielleicht keine gute Idee. Außerhalb gibt es den Neckbreaker und den Knee Drop und dann natürlich die Arroganz. Die Arroganz darf nicht fehlen. Aber wir dürfen auch gespannt sein, welche Verträge oder welche Verhandlungen da geführt werden. Könnte frischen Wind wieder mal in die Liga bringen. Nicht, dass sie nötig hätte, es gibt ja genügend Wrestler hier. Jetzt erstmal Joey Janela mit einem schönen Superkick. Oh, nach draußen ein Coup de Gras. Und der trifft auch komplett gut. Und der nächste Superkick außerhalb des Rings. Und da hat er sich auch mittlerweile einen Stuhl geschnappt und schlägt auf Rob Van Dam ein und Meteora in die Ringecke. Oh, da ist der Stuhl in der Ecke platziert, aber da geht's gar nicht hin. Da gibt's erstmal den Enzo Egiri in die Ringecke und ein schöner Flying Elbow Drop. Also Joey Janela übernimmt hier ein bisschen das Kommando. Na, da sage ich's gerade, da wird gekontert, aber da wird nochmal gekontert. Wieder der Konter von Rob Van Dam, erneut der Konter von Joey Janela und jetzt... Nein, wieder der Konter von Rob Van Dam und der Bulldog. Eine Konter-Orgie, dann der Superkick, diesmal von Rob Van Dam. Handspring, Moonsault von Robbie V. Oh, da steht ein Tisch draußen. Da steht ein Tisch draußen und das soll die Powerbomb geben. Und die geht auch durch den Tisch. Durch den Tisch und 5-Star Frog Splash ausgekontert. Oh, da hätte es draußen richtig Probleme gegeben. Jetzt der Neckbreaker auf die Trümmer des Tisches. Mittlerweile auch ein Tisch im Ring platziert. Hier wird erstmal gekontert von Rob Van Dam. Knee Strike hinterher und in die Hurricanrana. Und oh, Slingshot, da fliegt er nach draußen. Und, oh, da holt er sich den Kendo-Stick, will zuschlagen, wird aber ausgekontert. Da wird ihm der Kendo-Stick einfach abgenommen. Oh, das gibt rote Streifen. Das gibt richtig schöne rote Streifen auf dem Rücken von Joey Janela. Springboard Flying Crossbody über das Seil. Da ist er schon wieder mit
dem Kendo-Stick. Aber wieder wird er ihm abgenommen. Oh, so langsam müsste er doch lernen, dass er damit irgendwie nicht durchkommt. Aber nein, er verschont ihn nicht. Er verschont ihn nicht. Da gibt es die nächsten Hiebe. Ah, das fördert die Durchblutung. Das ist aber schiefgegangen. Oh, auf die Stirn. Und im Normalfall öffnet sich sogar eine Platzwunde. Dann noch der Überwurf. Schön ausgekontert. Na, das soll es immer noch nicht gewesen sein. Whippin. Beide prallen gegeneinander. Da hängt er in den Seilen. Oh, Rob Van Dam. Tisch aus dem Weg. Er will fliegen und er fliegt. Somersault Splancher nach draußen. Volltreffer. Da baut er den Tisch auf, aber sieht nicht, dass Rob Van Dam da ist. Oder hat er Glück gehabt, dass der Tisch nicht zerbrochen ist. Aber trotzdem, schöne Aktion von Rob Van Dam. Oh, da geht's in den Stuhl. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr dran gedacht. Aber der Tisch ist mittlerweile in der Ringecke. Und da muss Rob Van Dam da durch. Und da lauert er auch zum Finisher. Aber ausgekontert mit dem Dragon Screw. Und nee, halt mal, Van Daminator gegen Joey Janela. Sehr schöne Aktion. Was macht denn Rob Van Dam hier? Fackelt den Tisch an. Oh, aber da gibt's den Kick gegens Knie und gegen den Kinn, gegen das Kinn natürlich. Und das sieht nach dem Frankensteiner aus. Durch den brennenden Tisch. Spektakuläre Aktion. Rolling Thunder hinterher. Und da springt er ihn gleich in die Ringecke wieder an. Zack, Monkey Flip. Das sieht doch alles sehr, sehr gut aus. Und da gibt es direkt den Coast to Coast. Oh Mann, da hat Joey Janela jetzt aber einiges eingesteckt. Das könnte auch das Ende sein. Da gibt es aber auch noch den 5-Star Frog Splash. Oh, wenn er da rauskommt, wäre schon krass. 1, 2, nein, 3 Count für Rob Van Dam. Insgesamt würde ich sagen, verdient. Wie viele Tische sind zu Bruch gegangen? 3? Oder sogar 4? Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Match. Rob Van Dam holt sich da Punkte und Joey Janela ist natürlich schlecht drauf. Hat ein gutes Match abgeliefert. Es sollte nicht sein, oh, Handshake-Angebot von Rob Van Dam, der einen leichten Cut an der Stirn hat, genauso wie Joey Janela auch. Im Ring befindet sich MJF, der ein bisschen rumprallt, wie gut er mal wieder aussah gegen Tama Tonga und dass er sowieso keine Chance hatte gegen ihn und er ja definitiv besser als er ist und er wüsste es auch, seine Catchphrase, die er jedes Mal bringt. Und das bringt natürlich das Mitglied von Guerrillas of Destiny ordentlich auf die Palme. Der kommt auch raus, bis zur Rampe zumindest, geht nicht direkt auf MJF los, aber er fordert ein weiteres und letztes Match, gerne bei Dynamite oder eben beim Pay-Per-View. Egal, er will auf jeden Fall noch ein Match gegen MJF. Und MJF schüttelt den Kopf, bekommt fast einen Lachkrampf und sagt, nein, nein, Tama, auf gar keinen Fall bekommst du noch einmal die Chance, dich zu blamieren, mein Freund. Du hattest deine Chance bei A Christmas Chaos, du hast sie nicht genutzt. Du hattest deine Chance letzte Woche beim Bash at the Beach. Und was ist passiert? Du hast versagt. Wie jedes Mal. Du hast als Tag-Team hier nichts auf die Reihe bekommen, lässt dein Partner für irgendwelche Titel die ganze Zeit alleine, der sich irgendwie in der Hardcore-Szene jetzt durchschlagen muss, weil du nicht da bist. Klar, ich habe vielleicht bei Jericho an der Seite gestanden, vielleicht hat dich das den Titel gekostet, aber schau mal auf deinen Rücken. Tangaloa, was war mit ihm? Er war auch am Ring und ich würde sagen, ihn trifft eine Teilschuld, dass du den Titel verloren hast. Er hätte dein Backup sein sollen. Ist er nicht richtig gewesen? Dein Titel ist weg. Eine Niederlage nach der anderen. Und nein, ich werde auf keinen Fall noch ein weiteres Mal gegen dich antreten. Ich habe meine Schuldigkeit getan und dieses Thema ist ein für alle Mal erledigt. Tama Tonga saugt die Worte natürlich auf, gefallen ihm nicht und er schleudert das Mikrofon einfach irgendwo die Rampe runter und verlässt die Szenerie. Und MJF hat fast Tränen in den Augen vor Lachen. Das ist natürlich genau sein Ding, jemanden so vorzuführen. Ja, MJF auf jeden Fall sehr gut gelaunt. Er hat die Fehde anscheinend gewonnen. Und ich kann es auch nachvollziehen, dass er keinen Bock mehr hat, gegen Tama Tonga anzutreten. Bei A Christmas Chaos könnte man ihm noch vorwerfen, dass es sehr abgekatert war. Aber bei Bash at the Beach, da war es Tama Tongas eigene Schuld, dass er da das Match aus der Hand gegeben hat. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall nachvollziehbar, dass das Ganze ein Ende hat. Tessa Blanchard gegen Bianca Belair ist unser nächstes Match und das fängt ganz gut an für Bianca Belair mit dem Face Slam. Eine Art Glam Slam, aber das hält Tessa nicht davon ab,
wieder ins Match zu kommen. Und oh, da stampft sie sie in den Boden. Und es geht auch munter weiter. Facebreaker. Snap Suplex hinterher. Oh, Tessa ist in einer sehr guten Form. Sit-out Spinebuster. Backbreaker jetzt aber von Bianca Belair. Sie findet zurück ins Match. Mit ihren langen Haaren, wo ich mir denke, die sind doch ständig im Weg, dass sie da nicht dauernd drauf tritt. Schöner Powerslam nach einigen Kniebeugen. Also kräftemäßig scheint Bianca Belair Tessa überlegen zu sein. Jetzt hier das Choking. Oh, mit beiden Beinen. Mit beiden Beinen choked sie. Und dann noch der Knee Drop in die Ringecke. Keine nette Aktion. Oh, Abdominal Stretch Variante von Tessa Blanchard. Mitten im Ring. Aber da sieht man die Kraft von Bianca Belair, die sich daraus befreien kann. Oh, außerhalb. Na, oh, Facebuster. Ja. Keine gute Aktion. Da springt sie direkt auf Bianca Belair. Aber die lässt sich nicht unterkriegen. Power Slam. Kann man auf jeden Fall so machen. Wird aber direkt wieder ausgekontert. Und, oh, das ist der Hammerlock DDT. Das ist der Finisher von Tessa Blanchard. Das Cover hinterher. One, two und three. Es geht tatsächlich durch. Das Match war gar nicht mal so lang. Muss man gestehen. Das Match war gar nicht mal so lang. Aber ein guter Sieg für Tessa Blanchard. Die mir auch ehrlich gesagt besser gefallen hat. Da waren einige schöne Aktionen von ihr dabei. Und Bianca Belair, ja, sitzt da am Apron, ist natürlich nicht so gut drauf. Verständlicherweise. Und wir kommen zu Tag Team Action. Die Dudley Boys sind bereit für ihr Match gegen die Good Brothers. Die Dudley Boys haben ja bereits, ich glaube, 2 Punkte durch ihr Triple Threat Match Sieg. Und die Good Brothers haben aber auch schon 1 Punkt, weil sie gewonnen haben. Also hier sind 2 Sieger-Tag-Teams, die aufeinandertreffen. Luke Gallows und Anderson. Sind wir einfach mal gespannt, wie die beiden Teams sich so schlagen. Da ist schon mal der Headlock aber geblockt von Carl Anderson, der mit einer krachenden Clothesline erstmal Bubba Ray niederfickt. Santon hinterher. Und Side-Suplex gegen Bubba Ray, der sich mal kurz rausrollt. Ah, noch nicht zu viel feiern vielleicht. Oh, schöner Suplex, mit dem er hier Bubba Ray in den Ring holt. Ist nicht so einfach bei diesem Koloss. Und DDT hinterher. Aber da ist mittlerweile Devon mit einem schönen Flapjack. Aber Hot Tag, da feiert Devon. Das ist vielleicht auch nicht das Allercleverste. Und da kommt er mit dem Running Big Boot an. Belly to Belly hinterher. Luke Gallows mit Sicherheit derjenige, der mithalten kann von der Power her. Drop Toe Hold und Elbow Drop in den Rücken. So kann man natürlich auch den guten Luke Gallows platt machen. Was wird das denn hier? Ein Alabama Front Slam. Nicht übel. Böse Landung und der Leg Drop, aber der geht daneben. Bubba Ray schafft es auszuweichen und der Northern Light Suplex von Bubba Ray geht dann nicht ins Cover, vielleicht schafft er die Brücke nicht, tritt und Neckbreaker. Schöne Kombination von Anderson und jetzt Luke Gallows. Kurz ausgenutzt, aber Bubba Ray hat da schon wieder die Oberhand. Ah, vom Wegen, kriegt ihn da nicht hoch, ist vielleicht noch ein bisschen zu angeschlagen. Running DDT hinterher und wieder Double Team Action. Erstmal ein paar Faustschläge, dann kommt Anderson mit dem Running Big Boot und der Big Splash in die Ringecke. Ein kleines Feuerwerk, was die Good Brothers hier abziehen. Oh, Single Leg Dropkick geht aber daneben. Whip-in, Reversal, da reißt es den Ref um. Und dann gibt es den European Uppercut. Und Michinoku Driver von Bubba Ray. Oh, jetzt vom obersten Seil. Vorarm ins Gesicht. Mehr ein Elbow Drop und Spinebuster auch noch hinterher. Und jetzt gibt es mal Double Team Action von den Dudleys. Das sieht nach dem 3D aus. Und der geht auch durch. Schöner 3D gegen Carl Anderson. Im Normalfall muss es das sein. Wo ist eigentlich Luke Gallows? One, two. Oh, Luke kommt, glaube ich, in den Ring. Aber er kann es nicht mehr verhindern. Kam ein bisschen zu spät. Vielleicht angeschlagen. Man hat es leider nicht gesehen. Aber der 3D, eine sehr, sehr schöne Aktion.
und eine sehr effektive Aktion und gefürchtete Aktion im Tag-Team-Business. Hier sehen wir nochmal den Kick und den Running Big Splash in die Ringecke. Das haut auch einen Bubba Ray um. Aber die Dudleys gewinnen. Und wenn ich mich nicht täusche, dann haben sie 3 Punkte mittlerweile. Und das schreit eigentlich nach einem Tag-Team-Titelmatch so langsam. Vielleicht bei Revolution, man weiß es noch nicht. Aber es wäre eine Möglichkeit. Aber bis Revolution kann natürlich auch noch ein bisschen was passieren. SCU befinden sich im Ring, also Scorpio Sky und Frankie Kazarian, denn Christopher Daniels ist jetzt tatsächlich beim Ringarzt gewesen, hat keine Freigabe und möchte natürlich auch kein Risiko einer weiteren Attacke eingehen, deswegen nur Scorpio Sky und Kazarian im Ring mit einem Mikrofon bewaffnet und selbstverständlich sind ihre Worte an Cody Rhodes gerichtet, denn sie meinen, das kann nicht sein, dass man Christopher Daniels in eine Falle lockt und dann beim Pay-Per-View Bash at the Beach zu zweit den armen Mann zusammenschlägt. Und Cody solle sich auf jeden Fall auf einen Racheakt vorbereiten, denn so wird mit keinem Mitglied von SCU umgesprungen. Ganz egal, ob er Eigentümer der Liga ist oder Miteigentümer oder CEO oder was auch immer für einen Bürojob er da angenommen hat. Und selbstverständlich spielt die Musik von Cody Rhodes und er kommt auch zumindest auf die Rampe, bleibt aber an der Rampe stehen, geht nicht zum Ring und hinter ihm baut sich Matt Morgan auf. Sein, keine Ahnung, neuer Schoßhund. Und Cody ist ganz ruhig und richtet seine Worte natürlich an Scorpio Sky und Frankie Kazarian und teilt ihnen mit, dass es niemals hieß, dass Cody gegen Christopher Daniels antritt. Lediglich ein Match für Christopher Daniels beim Bash at the Beach. Davon war die Rede, nicht davon, dass er gegen Cody antritt. Und Matt Morgan gegen Christopher war ein ganz normales und ein ganz faires Match. Ich mag zwar am Ring gestanden haben, aber ich habe mich in keiner Sekunde eingemischt. Das Match hat Christopher Daniels ganz alleine verloren. Und alles, was nach dem Match passiert ist, das beruht auf einer persönlichen Angelegenheit und ihr zwei habt damit überhaupt nichts zu tun. Aber es wurde Zeit, dass ich ein Exempel statuiere, denn niemand rührt meine Frau an. Und mein Kumpel Matt hier, und danach tätschelt Cody Rhodes Matt Morgan so leicht im Gesicht rum, mein Kumpel Matt hier hat dann nur dafür gesorgt, dass ihr zwei Pappnasen nicht eingreifen werdet und hat mir den Rücken freigehalten. Mehr nicht. Aber wenn ihr das gerne austragen wollt, dann ist es kein Problem. Ich kann ein Match ansetzen. Ihr zwei gegen uns zwei. Scorpio Sky und Frankie Kazarian gegen Cody und Matt Morgan. Wenn ihr das annehmt, dann werden wir uns nächste Woche im Ring treffen. Alle anderen Versuche, mich zu attackieren oder sowas, könnt ihr gleich vergessen, wenn ihr euch nicht mit meinem neuen Kumpel hier anlegen wollt. SCU wird ein bisschen unruhig im Ring und sie beraten sich und sie willigen ein. Sie willigen ein und sagen, dass Cody und Matt Morgan sich auf eine Trachtprügel gefasst machen können, denn SCU ist bereit, nächste Woche gegen die beiden in den Ring zu steigen. Und somit haben wir auf jeden Fall schon mal für nächste Woche das erste Match. Und wahrscheinlich sogar den Main Event, SCU gegen Cody Rhodes und Matt Morgan, dürfte interessant sein. Genauso wie dieses Match hier. Ein Triple Threat Match, was man so vielleicht nicht erwarten könnte. Jungle Boy und Jack Evans sind ja Teil von Tag Teams, treten aber auch als Single Wrestler regelmäßig an. Kalisto hatte eine super letzte Season gewrestelt. Zum Titelmatch kam es trotzdem nie. Was ein bisschen bitter ist für ihn. Aber die drei sind mit Sicherheit in der Lage, ein spektakuläres und spannendes Match auf die Beine zu stellen. Alle beherrschen technisch starke Highflying-Aktionen. Und ja, schauen wir mal. Hier geht's auf jeden Fall schon mal los. Und oh, was ist das? Ein Chokeslam von Jack Evans gegen Kalisto. Okay, es ist auch wahrscheinlich die einzige Person, gegen die er einen Chokeslam ansetzen kann. Und jetzt gibt's erstmal eine schöne Powerbomb ins Cover sofort. Kalisto steht daneben, aber es ist wahrscheinlich noch zu früh. Hier, ja, ein Falcon Arrow. Und da kommt er mit einem Spin Kick angeflogen. Und Hurricane Runner, warum auch nicht. Double Underhook, sofort in den Armbreaker, in den Armbar. Könnte der Sieg sein? Nee, Jack Evans lässt es. Warum auch? Es ist noch zu früh, dass er aufgibt. Also lass ihm doch die Schmerzen, wird er sich auch denken. Und dann verpasst er ihm den Dropkick und sofort geht Kalisto weiter auf ihn los. Schnappt sich jetzt auch Jack Evans beide erstmal mit dem Snapmare und dann ein Dropkick gegen Evans Nacken. Und ja, eine Flip-Powerbomb.
Jungle Boy macht das ganz gut. Spinning. Ne, keine Headscissor in den Arm. Fujiwara Arm war aber ausgeblockt hier von Kalisto. Und jetzt die Spinning Headscissor von Kalisto gegen... Oh, Jungle Boy, schöner Springboard. Dropkick in den Rücken von Evans, der gerade aufstehen wollte. Aber auch hier kontert er Jungle Boy fürs Erste aus. Schnappt sich auch direkt Jack Evans mit der nächsten Headscissor. Also hier geht es wirklich Schlag auf Schlag. Das, was ich erwartet habe zwischen den dreien. So, erstmal ausgekontert, aber Knee Lift von Evans. Ja, hier Kreisel und dann der Neckbreaker. Oh, jetzt soll eine Aktion folgen. Ein Moonsault vom zweiten Seil. Schöner Moonsault, jetzt die Kicks. Und oh, Jack Evans hat da den Kendo-Stick ausgepackt. Kendo, oh, daneben. Da hat das gerochen. Schöner, ja, Reverse X-Factor. Kann man so machen. Und, oh, Listo-Kick. Da hängt Jungle Boy in der Ecke. Das nutzt Kalisto aus. Oh, das wäre sehr, sehr clever. Jungle Boy kann nichts machen. Aber nur bis zwei. Jack Evans schafft den Kick-Out. Salida. Nein, kein Salida del Sol. Der Salida del Sol ausgekontert. Und da will er angreifen. Nein, 630. Sofort ins Cover. Aber Jungle Boy, ja, Jungle Boy steht schon da. 630. Reverse Hurricane Runner. Jetzt gibt es hier aber richtig Action. Das war der richtige X-Factor. Richtig rum. Und schöner Guillotine Leg Drop hinterher. Oh, Asai Moonsault. Meine Güte, Jungle Boy packt jetzt hier eine Aktion nach der anderen aus. Flying Crossbody nach draußen und die nächste schöne Aktion mit dem Bulldog. Also Jungle Boy gibt hier richtig Gas, Sit-Down. Ne, einfach nur eine stinknormale Powerbomb. Sunset Flip Powerbomb von Jungle Boy nach draußen. Und Dragon Runner, aber abgefangen von Kalisto in die Powerbomb. Wow, Kalisto zeigt, wie viel Kraft in ihm steckt. Jack Evans hier mit einem Double Foot Stomp. Richtig brutale Attacke. Sofort ins Cover, aber Jungle Boy. Jungle Boy ist doch da. Kann sich da einmischen und eine Hurricane Runner. Da landet er noch auf dem Kendo Stick, der da liegt. Oh, nächste Sunset Flip Powerbomb. Diesmal gegen Jungle Boy, der hier angreift wieder. Oh, die Hurricane Runner. Böse Landung. Und der Springboard Dropkick nach draußen. Meine Güte, ich komme gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Aktionen, die hier gezeigt werden. Handspring Elbow in die Ringecke. Da geht er aufs unterste Seil und zeigt einen 450 Splash. Whip in. Der Kick wird aber abgeblockt und oh, Spin Kick von Jack Evans und Electric Chair Drop auch noch hinterher. Und 450 Splash gegen Kalisto. Oh, Jungle Boy ist draußen. Das nutzt er jetzt aus. One, two, three. Nein, nicht three. Kalisto schafft den Kickout. Und da geht es in den Michinoku Driver. Und der war richtig hart. Mega harter Michinoku Driver. Ah, steht sofort auf. Oh, das ist schief gegangen. Und der nächste Listo Kick. Oh, Lucha, Lucha, das wird der Salida del Sol. Nein, der klappt schon wieder nicht. Power Slam von Jungle Boy. Und der nächste X-Factor. Meine Güte, der Salida del Sol will einfach nicht klappen. Flying Shoulder Block von Jungle Boy. Oh, jetzt könnte es den 630 geben. Und den gibt es auch. Finisher von Jack Evans. Und das müsste der Sieg sein. Nein, es ist nicht der Sieg. Oh, Jack Evans sofort wieder auf Seil. Sofort wieder auf Seil. Und das ist noch ein 630. Aber langsam wird Kalisto fit da draußen. One, two, three. Oh, das hat gereicht. Es hat gereicht. Kalisto eine hundertstel Sekunde zu spät. Meine Güte, was für ein Match. Was für kranke Aktion. Es wäre ein gerechtfertigter Main Event gewesen. Also die haben wirklich alles gezeigt, was in ihnen steckte. Hier diese Listo-Kicks, 450 Splashes, alles war da drin. Hier, der Salida del Sol ausgekontert, zweimal. Das hätte wahrscheinlich der Sieg sein können für Kalisto. Aber so wird das natürlich nichts. Sehr, sehr schade. Aber auch herzlichen Glückwunsch an Jack Evans.
der sich hier mit der Aktion auf jeden Fall zwei ganz, ganz wichtige Punkte sichern konnte. Okay, das waren ein paar sehr verstörende Bilder, die ich auch ehrlich gesagt nicht so recht deuten kann und deuten möchte. Es war eine Art Teaser, aber wir wollen uns mal auf den Main Event jetzt konzentrieren. Aber behalten wir mal im Hinterkopf, was wir da gerade an komischem Zeug gesehen haben. Jetzt erstmal Jon Moxley gegen den Cleaner, Kenny Omega. Und damit, ja, kommen wir zum Main Event nach den verstörenden Bildern. Und da beginnt hier mit einem Sling Blade und sofort ein Dropkick an die Schläfe von Jon Moxley. Ja, beide können auf jeden Fall die Punkte gebrauchen. Kenny Omega hat, glaube ich, schon 2 Punkte. Jon Moxley hat 1 Punkt. Er könnte gleich ziehen. Erstmal hier der Armdrag. Ein bisschen Chain Wrestling hier von Kenny Omega. Aber das kann auch Jon Moxley. Und meines Empfindens ist das Bein unterm Seil. Und eigentlich müsste dieser Hold gelöst werden. Aber der Referee ist heute etwas großzügiger. Okay, jetzt ist es vorbei mit der Großzügigkeit, da muss er dazwischen gehen. Oh, da gab es noch einen fiesen Schlag von Jon Moxley. Wieder geht es hier in den Armdrag, aber diesmal sofort gekontert von Moxley. Jetzt hat Moxley den Hold und schmeißt ihn zu Boden. Offenbar hat Moxley keine Lust mehr auf Chain Wrestling. Jetzt mit dem Tritt und da gibt es die Powerbomb. Ja, er geht ein paar Schritte. Will die Buckelbomb zeigen. Ah, das dauert zu lange. Kenny Omega kann sich befreien. Das war nicht so clever. Dropkick gegen Moxley. Das war gut von Omega. Konnte sich befreien. Das hat zu lange gedauert. Schöner Moonsault hinterher. Und der Cleaner hat die Oberhand. Oder hatte die Oberhand. Jetzt ist Moxley da mit einem sehr harten DDT. Fackelt auch nicht lange, setzt nach. Oh, Guillotine Choke gegen Omega. Der hängt jetzt da in diesem Aufgabegriff. Es ist natürlich zu früh. Oh, da stellt er sich auf und wirft ihn von sich weg. Ah, da wollte er irgendwas zeigen. Das kann er vergessen. Der nächste harte DDT. Und jetzt erstmal nach draußen rollen. Ein bisschen Pause. Ah, da wollte er eigentlich in den Ring. Oh, German Suplex. Dumme Aktion von Moxley, da rauszugehen. Das hat doch Omega gewollt. Chop gegen die Brust, Vorarm gegen das Gesicht, aber der Dropkick als Antwort. Und ja, wenn er die Zeit hat zum Jubeln. Ja, offenbar hat er sie. Moxley kommt nicht so schnell auf die Beine. Ja, wieso nicht? Sein kleiner, netter Fireman's Carry, den kann man schon mal machen. Und Sling Blade außerhalb des Rings. Das sind keine schlechten Aktionen von Kenny Omega da draußen. Und jetzt wird er erstmal weggeschleudert. Oh, wir sind schon bei 8. Also so langsam sollten sie vielleicht mal in den Ring. Wir sind bei 9. Okay, das war sehr, sehr knapp. Oh, Omega weicht jetzt hier diesem Tritt aus und dann gibt es einige Punches. Den Hammerblow hinterher. Okay, der Tritt ins Leere. Und der geht gegens Knie. Oh, jetzt greift er hier tatsächlich das Knie an und zeigt den nächsten Standing Moonsault gegen Jon Moxley. Zieht ihn da jetzt in die Ringecke. Okay, was hat Moxley, was hat Omega davor? Der nächste Moonsault, den hat er vor. Schöner Moonsault. Wirklich schulbuchmäßig durchgeführt, das Ganze.
Und, oh, nimmt da Anlauf. Und, oh, ah, bisschen verbotscht die Aktion. Das ging auf die Bauchmuskeln. Das ging böse auf die Bauchmuskeln. Aber er hat mit den Füßen auf jeden Fall Moxley getroffen. Also so ganz uneffektiv war das nicht. Auch wenn es unsauber war. Auch wenn es unsauber war. Kann passieren. Dennoch sieht es nicht so aus, als hätte sich jemand verletzt. Sonst würde er auch diesen Frog Splash nicht zeigen, der ja ebenfalls auf die Bauchpartie geht. Lässt sich jetzt hier ein bisschen Zeit. Warum auch nicht? Oh nein, er setzt sogar zum Finisher an. Zu seinem One Winged Angel. Und nein, der V-Trigger, nicht der One Winged Angel. V-Trigger gegen Moxley. One, two. Aber Kickout von Moxley. Der kann natürlich einstecken. Ah, ich hatte jetzt eigentlich mit dem One Winged Angel gerechnet. Vielleicht wäre das sogar die bessere Aktion gewesen. Ah, da geht er ganz in Ruhe wieder aufs oberste Seil. Und der nächste Frog Splash trifft auch perfekt das Ziel. Und wieder aufs Seil. Was ist denn los? Was macht er denn? Der nächste Frog Splash, das ist schon der dritte Frog Splash, den Moxley da einstecken muss. Oh, Gut Wrench. Das wird, glaube ich, die Gut Wrench Sit-Down Powerbomb. Wird es auch. Aber nicht ins Cover. Omega erkennt natürlich Moxley, er weiß, er muss viel mehr zeigen, wenn der V-Trigger schon nicht reicht. Warum sollten dann ein paar Frog Splashes reichen? Er geht wieder aufs oberste Seil, was ist denn hier los? Oh, Moonsault jetzt von Moxley und, von Moxley sage ich schon, von Omega und auch der geht durch. Also er hat es mit der High Flying Action, aber jetzt kommt Moxley mit einer überaus krachenden Clothesline. Snapmare geht daneben, da schafft es Omega wieder auszuweichen. Aber hier der nächste Konter, Moxley jetzt wieder am Drücker, Dragon Screw. Da rollt er sich erstmal wieder raus und ach, der Griff ging leider daneben. Aber ab in die Bande mit Omega. Erstmal schöner Armdrag, Wristlock kann man auch machen, aber Omega befreit sich da draußen. Naja, sie sind halt wieder draußen. Das war gerade schon knapp. Ich hoffe, das wird nicht wieder so knapp. Schleudert ihn erstmal Richtung Ecke. Da muss man auch aufpassen. Da sind die Stufen. Aber oh, der V-Trigger aus dem Nichts. Da knallt Moxley auch an diese Metalltreppe. Ich weiß gar nicht, bei welcher Zahl wir mittlerweile sind. Bei 6. Bei 6 geht's in die Ringtreppe für Omega, oh, das hat wehgetan. Moxley jubelt und hoffen wir mal, dass Omega irgendwie wieder reinkommt. Ja, er schafft es auf jeden Fall. Er schafft es. Das Match kann zum Glück weitergehen. Aber wieder ein DDT. So langsam dürfte der Kopf schmerzen. Und oh, was für ein Haken. Wie ein Boxer hat er ihm den verpasst. Und kann auch hier diese Griffe blocken. Der nächste Haken von Moxley. Chop hinterher. Der Tritt wird aber gekontert von Kenny Omega. Jetzt ist er da in der Ringecke. Aber wieder der Konter. Chop geht daneben. Und was für ein Punch. Der knockt fast Omega aus. Mein Gott, Omega. Ich meine, Omega knockt fast Moxley aus. Jetzt der Konter von Moxley. Armdrag. Wieder der DDT. Und da gibt es sogar eine Platzwunde. Jetzt kontern sie sich aber auch schön gegenseitig aus. Chop gegen die Brust. Noch ein Chop. Jetzt der Konter-Chop. Dropkick gegen Slee geht aber daneben. Und ein schöner Side-Slam. Im guten alten Stile des Big Boss Man. Aber sie sind platt. Auch Moxley ist platt. Aber Kraft für einige Punches hat er noch. Harte Schläge gegen Omega. Also ich habe keine Ahnung. Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus. Omega, da lauert jemand. Da lauert jemand, Schoolboy. Und dann geht es in den Paradigm Shift. Oh, das kann bitter sein. One, two und three. Das war's mit unserem Main Event. Und Jon Moxley holt sich den Sieg. Hier der V-Trigger. Da hätte es eigentlich das Ende sein können. Aber Moxley schafft den Kickout. Noch ein V-Trigger mit Ringtreppe.
Und dann gab es hier, war das der Paradigm Shift? Ich glaube schon. Und das war der Sieg für John Moxley, der hier seinen nächsten Punkt holt. Und ja, wir hatten ein paar verstörende Bilder vor dem Main Event, der mit Sicherheit auch Einfluss auf die beiden hatten. Denn so ganz bei der Sache schienen die beiden nicht zu sein. Aber wir wollen natürlich, wie immer, auf die Tabelle schauen. Und die sieht wie folgt aus. Bei den Männern ganz oben Kazarian und Jack Evans, gefolgt von Keith Lee, Kenny Omega, John Moxley, Samoa Joe, MJF. Also da sieht's schon mal ganz gut aus. Alle anderen mit einem Punkt sind jetzt natürlich nicht abgeschlagen. Aber da gibt es schon einige, die Punkte geholt haben. Jack Evans und Kazarian ganz oben sind vielleicht ein bisschen überraschend, dass es ausgerechnet zwei sind, die einem Tag-Team auch angehören. Aber die haben halt Triple Threat Matches gewonnen und dann kann es auch mal nach oben gehen im Singles-Bereich. Dann gucken wir uns auch gerne die Damen unserer Zunft an. Da ist nicht so viel passiert. Lacey Evans und Tessa Blanchard haben sich eingetragen. Shayna Baszler ist mit dabei, Britt Baker, Hikaru Shida natürlich mit dem Titelgewinn. Rio ist dabei, Rosemary und oben Brandi Rhodes und Liv Morgan. Wobei man eigentlich sagen muss, okay, Brandi Rhodes hat das Triple Threat Match mega überraschend gewonnen und zwei Punkte verdient, aber Liv Morgan hat eine 8-Women's Battle Royale gewonnen, was ja eigentlich noch ein bisschen schwieriger ist. Aber beides wird mit zwei Punkten gewertet, da es mit drei Punkten zu langweilig werden könnte, wenn ein, zweimal die gleiche Dame gewinnen würde oder der gleiche Mann. Und dann gucken wir uns natürlich noch die Tag-Teams an und da ist es eindeutig. Die Dudley Boys kristallisieren sich langsam als Number One Contender raus, haben drei Punkte, sind allen anderen mittlerweile überlegen und wären vielleicht ein verdienter Herausforderer bei Revolution. Aber ob das so kommen wird, das wird sich zeigen, denn wir haben nämlich noch drei komplette Shows, also normale Shows von All Elite Wrestling, bis es zum Pay-Per-View kommt. Also da kann noch einiges passieren. Die verstörenden Bilder, ja, gerne in die Kommentare. Was glaubt ihr, könnten das für Anzeichen sein? Was war das für ein Teaser? Um wen könnte es sich da handeln? Oder um was? Man weiß es nicht. Ich bin selber ein bisschen sprachlos und lasse euch jetzt damit mit einem kleinen Cliffhanger vielleicht alleine. Wir sehen uns auf jeden Fall spätestens nächste Woche Samstag wieder, wenn es heißt All Elite Wrestling. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Ringehauen, bis zum nächsten Mal.